Willkommen zurück zu Mega Man 6. Und heute bin ich nicht alleine. Ich habe einen Co-Kommentator. Yep. Der Daniel. Genau. Und alles Hallo. In Butter. Bitte? Alles in Butter? Ja, immer. Butter okay. Möglich. Heute, weil ich mal einen Co-Kommentator habe, darf der natürlich aussuchen, wen ich als nächstes mache. Ja, ich wäre für unten rechts. Für Sandman. Okay. Ja. Probieren wir eben mal. Bin ich mal gespannt. Das Spiel schon mal gespielt? Nee, ich selber nicht, aber ich habe die letzten Let's Plays von dir aufmerksam verfolgt. Okay, so eine überraschende Frage von mir. Damit hast du nicht gerechnet. Nee, garantiert nicht. Okay, jetzt haben geht's. Wir auch gar nicht vorher abgesprochen. Ja, genau. Okay, war eine kleine Testaufnahme. Ja, ich frage mich immer wieder, wie die das damals gemacht haben auf dem Nintendo selbst. Ja. Weil da konnten keine Save States machen. Zum genau, Beispiel. Das war ja extrem und die kleinen Kinder sind verzweifelt. Ja, wahrscheinlich. Oder die waren einfach besser als du. Ja, das kann auch sein. Gut, ich hab's früher ja nie gespielt, SNES hatte ich auch nie. Ja. Ich war sehr verwundert, als du gesagt hast, dass du Super Mario Blind spielen würdest. Ja. Weil das an sich ist ja eines der bekanntesten Spiele überhaupt. So. Ja. Oh, fuck. Ja, ich hab halt spät mit dem Zocken angefangen, muss ich hier mal zugeben. Also ich hatte früher einen Gameboy, noch das alte Ding, aber eher später bekommen. Und... Okay. Sonst, meine erste Konsole war halt die GameCube. Okay. Okay, das macht's mir echt nicht leichter, hier mit dir zu sprechen und dabei zu spielen. Da werde ich noch schlechter. Tut mir leid. Nee. Hast du eigentlich eine besondere Strategie mit den Safe States oder machst du die gerade so, wie du Bock hast? Also am Anfang versuche ich schon weit zu kommen ohne Safe State. Aber dann nach einer Zeit habe ich keinen Bock mehr und dann mache ich einfach immer. Ah ja, okay. Also ich versuche mit zu viel Energie zu verlieren. Wenn ich zu viel abgezogen bekommen habe, dann mache ich auch keine Safe States, weil dann wird es extrem schwer, mit wenig Energie weiterzukommen. Ah ja. Boah, die Fische, ey. Dauert es eigentlich lange, deine LPs hinterher zu zensieren? Also ich zensiere eigentlich nur in Mega Man. Ich weiß auch nicht, warum. Es hat sich irgendwie so angeboten beim ersten Part. Fuck! Weil ich das heißt, wenn ich jetzt F***ing sagen würde, dann würde ich das jetzt quasi weg. Das muss ich zensieren, ja. Ah ja, okay. Obwohl ich F*** nicht zensiere, ich weiß auch nicht, warum. Okay. Aber das hat sich halt so angeboten beim ersten Part. Weil ich das so extrem geflucht habe. Oh, ey, was ist denn das? Wenn ich zu hoch springe, springe ich gegen die Stacheln. Ja, dann nimm doch dieses Fliege. Ach ja, stimmt. Oh ja, jetzt ich hab's Mega Man verlernt. Ich hab hier noch den Chat und so. Wenn der im Wasser geht. War das Wasser? Ja, ich glaube. Welcher war bis jetzt der schwerste Gegner? Endgegner? Also am längsten hat der Windman gedauert. Ich glaube 12 Minuten. Der letzte. Ja, genau. Blizzardman, den hatte ich in meiner Testaufnahme gemacht. Also der war nicht blind. Deshalb ging der eigentlich recht flott. Aber Windman, wusste ich gar nicht, wie der zuerst geht. Da habe ich erst spät rausgefunden, mit welcher Waffe ich den am besten besiegen kann. Oh, verpiss dich. So, hier mache ich gleich mal ein Safe-State. Ja. Langsam wird langweilig. Ja, genau. So. Also ich wollte ja den Wash-State machen. Fuck. Was ist du mit dem Wasser hier? Ja. Oh, es geht auch so. Boah, ist das, was ist das für ein Level hier? Ist ja fast wie bei I Wanna Be The Guy. Das hast du auch durchgespielt, oder? Nee, nicht durchgespielt, ich bin nicht so weit gekommen. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr bei irgendeinem Endgegner. F*** dich doch. Ich bin mal gespannt auf den Endgegner, ey.
Ich hab keinen Bock auf den. Wird wahrscheinlich auch unter Wasser sein, hä? Ja, so ein beschissener Fisch. Oh, geh rauf. Aber wenigstens läuft's jetzt flüssig. Oh. Was hat jetzt so ein Centaurus mit Wasser zu tun? Das verstehe ich auch nicht wirklich. Ja, verstehe ich auch nicht. Das ist doch so ein Stier-Dingbums, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Oh, verpiss dich. Oh, das sieht nach einem Zwischenendboss aus. Zwischenendboss, geil. Zwischenboss, hä? Achso. Oh. Das war wieder meine Mega Man-Kunst. Was? Nein! Bin ich so dumm? Ich sag einfach mal ja. Danke. Danke für das Kompliment. Ja, spring runter. Safe state, ich hab Angst. Siehst du? Ach, was habe ich eigentlich bekommen das letzte Mal? Dieser Windschuss oder was? Ah ja, Windstorm. Ja, probier ich mal jetzt noch nicht. Fuck! Hä? Ah. Siehst du am Bildschirmrand links, wenn es manchmal. Oh. Wenn es flackert? Oder rechts manchmal? Ich sehe nichts flackern, ne? Als wenn ich mich bewege ins nächste. Nee. Oh, verpiss dich. Was? Wie mach ich den denn? Achso, mit voller aufgeladen. Power. Oh. Ja. So. Ihr Mut. Achso, der gibt mir ein Geschenk. Den wollte ich das letzte Mal. Oh, ein E-Tank, sehr schön. Yeah. Den wollte ich das letzte Mal abballern. Ich wusste nicht, was das war für ein Ding. Okay, die Stage könnte langsam mal vorbei sein. Was ist das? Ich hab Angst. Lange nicht gesaved. Doch, davor kurz. Ah ja, okay. Einfach. Ah. Okay. Nicht mehr viel Energie. Ja, ist klar. Ja gut, beim Endboss stirbst du eh immer einmal. Ja, genau. Oh nee, den. Oh nein. Mein Freund. Den kenne ich. Dich. Der kam schon öfters, ja. Ja, der beim Blizzard Man in der ersten Stage. Oh, wie mach ich das jetzt? E-Tank will ich aufheben für den Endgegner. Kannst du den nicht einfach überfliegen? Probier mal Windstorm. Ah, doch, könnte ich auch. Ups. Einfach drauf schreiben. Ja, ist manchmal als besser. Drauf. Fuck. Verpiss dich. Oh, sehr schön. Gute Idee. Oh, sehr schön. Da kommt der Endgegner. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie viel Leben habe ich eigentlich noch? Okay, reicht. Das kann jetzt hier einmal sterben. Was wahrscheinlich behältst passiert. Behältst du deine Items noch? Den E-Tank behältst du denn noch, wenn du stirbst? Ja, den behalte ich jetzt noch. Was? Okay, weil jetzt habe ich volle Energie. Kann dem noch mal ungefähr die Hälfte abziehen. Dann ja. Benutze ich E-Tank und dann habe ich nochmal volle Energie und der nur die Hälfte und dann müsste ich den packen. Aber vorher musst du noch ausrasten, ne? Ich probier's. Okay. Hä? Wo bist du? Was? Okay, ist das. Nur bei der Aufnahme so oder ist der hin und wieder unsichtbar? Ne, der ist unsichtbar, deshalb habe ich mich jetzt selbst gefragt, wo der ist. Hä?
Oh, der geht mir jetzt schon auf den Sack. Also Wind bringt eigentlich fast gar nichts. Feuer. Was hast du gebracht? Oh ja. Was? Okay. Ich probiere mal Biertech. Oh, du Arsch. Ne. Plant B, das habe ich das letzte Mal gar nicht gewusst, was das ist. Was bringt das? Was soll es schon bringen, wenn man jemanden mit Blumen bewirft? Ja, keine Ahnung. Also das war sehr effektiv im letzten. Ja, man muss nur treffen. Ja, ist klar. Okay, so schwer ist der gar nicht. E-Tank. Soll ich machen? Ich könnte vielleicht auch so packen. Ich probiere ihn jetzt erstmal so. Behältst du das dann fürs nächste Level, oder? Ja, genau. Weil ich sammle das nicht immer in. Knapp. Ah oh. Ja, lässig. Oh, das war ja leicht hier. Ich bin, ja, nicht, meine Wahl. Ich bin meine nicht Wahl. Ausgerastet. Boah, 11 Minuten 37 Rekord. Yeah. Dank dir. Ja, du immer hast wieder mir, gerne. Hast mir gute Tipps gegeben. Die Flash. Okay. Ja. Speichern wir hier. Machen wir noch ein Part, oder? Immer wieder gerne. Warum steht da jetzt ein T? Für Zeit wahrscheinlich irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also gut, das den nächsten mache ich dann im nächsten Part. Jawohl. Also, danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Tschüss.